Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Ach, ist das herrlich, sich das mal aus der Ferne anzuschauen. Mit diesem ganzen Sondierungsbums habe ich nichts mehr zu tun. Das befreit ungemein, du. Ich habe jetzt auch mal Zeit für andere Sachen. Ich habe heute 3 Termine. Thai-Massage, Nagelstudio und... was war das dritte? Ach ja, ich wollte mir noch einen neuen Druckkochtopf kaufen. Druck auf dem Kessel in politischer Hinsicht hatte ich ja genug, ne? Aber ich nehme natürlich auch noch Nasentermine wahr. Was für Dinger? Nasentermine, Joachim. Das sind Termine, wo man seine Nase sehen lässt und in die Kamera hält. Heute zum Beispiel muss ich nach Bonn. Da feiert die Deutsche Stiftung zur Erhaltung sinnloser Stiftungen 150-jähriges Bestehen. Sowas hätte ich früher abgesagt. Aber da gibt's ja auch immer richtig lecker Essen, nicht? Und jetzt kann ich auch mal länger bleiben und mir einen kleinen reinstellen. Ja, ich komm, ja. Du, ich muss das jetzt auch nicht, mein Joachim. Ach, und wenn Robert Habeck anruft, ich gebe ihm gerne ein paar Tipps für die Koalitionsverhandlungen. Aber nur bei Candlelight Dinner. Raus aus der Kohle ist nicht alles. Raus aus den Klamotten ist mein Motto. Tschui. Moin Armin. Guten Morgen, Frau Merkel. Ich habe nochmal über alles nachgedacht. Eine gute Entscheidung, nach dieser desaströsen Wahl zurückzutreten und nach NRW zu gehen. Was? Nein, Frau Merkel. Ich habe nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, es kann unter meiner Führung eine stabile Jamaika-Regierung geben, wenn ich es nur klug angehe. Wenn du es nur klug angehst, Armin, finde den Fehler. Ich wollte jedenfalls nur fragen, muss man bei einer Jamaika-Koalition auch automatisch die Legalisierung von Cannabis tolerieren? Oh mein Gott. Oh, Frau Merkel, sagen Sie ruhig weiter, Armin. Das reicht. Au! Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.